Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch vierfach. So, wir sind noch damit beschäftigt, die Paletten aus dem Palettenlager rauszufahren. Um dann das neue Palettenlager zu bauen. Und da schauen wir erstmal, ob wir da überhaupt alle Paletten jetzt rauskriegen oder ob wir noch mal ein paar holen müssen. So, laden wir auf jeden Fall auf. 17 Paletten Tomaten, Salat haben wir noch. 45, doch, das dürfte eigentlich reichen. Jo, das hat gereicht. Sehr schön. Und von anderen Sachen dürfte man da, glaube ich, nichts mehr drin haben, ne? Moment, da schauen wir ganz schnell. Ne, es ist leer. So. Verkaufen für 18.000. Silos. Palettenlager. Ja, da muss ich hier wahrscheinlich den Kurs noch ändern. Das bauen wir so hin. Freier Modus an. Hinten natürlich auch noch mal abladen könnten. So. Das Tolle ist, dieses Palettenlager können wir jetzt auch schön ins Autodrive einbinden. Aber halt wahrscheinlich nicht sagen, er soll das laden. So, jetzt haben wir auf jeden Fall hier auf dem Trigger. Sehen wir schon, es wird reingezogen. Zack. Sehr schön. Dann richten wir uns jetzt schon mal den Anhänger. Ja, fahren wir weiter mit dem Fendt ab. Knapp, aber es hat funktioniert. Wir fahren schon mal mit dem Fendt in die Nähe des Feldes. Ist auf der Gegengeraden. Würde aber wahrscheinlich nicht ganz reichen, weil der Drescher dann stehen bleibt. So. Oh, sehr schön. Holen wir uns den nächsten Stack Paletten. So. Wunderschön. Sogar einmal voll und jetzt machen wir noch einen größeren Stresstest. So. Und zwar fahren wir dann hier. An die Punkte können wir dann alle löschen. Da sagen wir einfach hier. Wollen wir neu aufnehmen? Und zwar hier so lang.
machen wir hier einen neuen Punkt. Tun wir den halt den Punkt löschen, machen wir einen neuen Punkt. Ja, passt. So, sehr schön. Und dann eben dass wir den dann hier hin schieben. Die anderen Punkte, die kann ich ja dann so verschieben. Die schieben einfach ein bisschen raus. So. Das müssen wir hier theoretisch alle aufnehmen können. Die schieben wir alle ein bisschen raus. Die ganzen Punkte. Und dann dürfte das auch wieder passen. So. Also irgendwie nur Erdbeeren, die sind schon ein bisschen performancefressender. So. Sehr schön. Und zwar, wenn wir jetzt hier hingehen und da sagen wir der hier. Wie kann ich jetzt noch mit die Punkte verschieben? Ich bin im Editor. Dann werden halt die Punkte gelöscht. Mir auch egal. So. Auf jeden Fall Paletten Lager abladen. Haben wir jetzt auf jeden Fall einen neuen Punkt. Und diesen neuen Punkt, den wollen wir natürlich auch bei uns drin haben. Ist ja am Hof das Palettenlager. So, genau. So, dann fahren wir auf jeden Fall den neuen Kurs dann noch ein. So. So, und zwar hier, genau. Zack. So, fahren wir hier dran vorbei. So. Genau, der Kurs benennen wir auch gerade noch, und zwar Palettenlager. Laden. Wunderschön.
ist zum Beispiel ein Punkt, wo wir wegwerfen können. Genauso der Punkt. Den dürfen wir nicht. Beziehungsweise den müssen wir behalten. Diesen Punkt. Okay, ne, der ist jetzt auch ohne Anschluss. Genau, der ist ohne Anschluss. Sehr schön. Dann haben wir den, wo wegkommt. Halt, noch ein Stück zurück. Der kommt weg. So, dann kommt der weg. Der kommt weg. Der kommt weg. Der kommt weg. Oh, hoppala. So, kommt der weg, der weg, der weg. Der kommt natürlich weg. Und der Punkt. Jetzt ist es so, dass wir jetzt uns festgefahren haben. Na, egal. Der kommt weg. Der kommt weg. Der kommt weg. So. Dann haben wir es jetzt schon circa geschafft. So. Und dann sag, ziehen wir das erstmal rein. Kann den deaktivieren. Den laden. Schauen, der fährt er hier schön nebendran. Ach, guck mal, perfekt. So, und dann sage ich zu dem, er soll jetzt einfach mal zum Depot fahren. Mal schauen, ob der da jetzt auch sauber am Silo vorbeikommt. Boah, gerade so. So. Aber wir tanken jetzt auf jeden Fall erstmal den Kollegen ab. Upsala. So, eine gute Raps-Anhänger. Ja, gut, das war mir jetzt wichtig. Das war mir jetzt wichtig, dass ich das hinbekomme. Dass dieses Palettenlager eingefahren ist. So, jetzt erstmal den Raps reinrieseln lassen. So, genau. Dann lassen wir uns hier natürlich die laden. Geschafft. Tun den natürlich deaktivieren. Und jetzt sagen wir einfach, er soll dann zum Palettenlager abladen fahren. Müsste er theoretisch sauber hinfahren können. Jetzt. So, schauen wir mal nochmal schnell rein. Container war es doch, glaube ich. Oder was bei Tools? Da ist die Werkstatt nämlich drin. Schauen wir dieser Werkstatttrigger. Nee, in dem Fall habe ich sie jetzt hier nicht drauf.
Alles klar. Aber gut, meine Freunde, das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde mich auch sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.